Fruity, 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 fruity. Hallo und willkommen bei Chaos Kitchen 51. Heute zu meinem Fragen- und Antwort-Video, welches ich euch vor kurzem angekündigt habe. Ihr konntet mir bei Facebook und bei YouTube Fragen stellen zu meiner Person und zu meinem Kanal. Und ich gebe euch jetzt heute ein paar Antworten. Es haben über 100 Leute oder 100 Fragen sind eingegangen. Und natürlich kann ich nicht alle 100 Fragen beantworten, sonst würde dieses Video ja bis heute Abend gehen. Also ich werde einige beantworten. Die anderen User bitte nicht böse sein. Ich werde mich arrangieren mit einem Gewinnspiel demnächst für die 1000 Abonnenten. Also bleibt dran, bis gleich. Los mit der ersten Frage von der Anja. Uhu Tom, wann hast du angefangen, deine Leidenschaft fürs Kochen zu entdecken? Also meine Leidenschaft fürs Kochen zu entdecken, denke ich mal, habe ich schon als kleiner Junge. Da habe ich immer Mama und Oma am Rockzipfel gehangen und in der Küche immer beim Kochen zugeguckt und wollte am liebsten immer selber schon den Kochlöffel rühren. Auch von Anja, warst du schon mal im Fernsehen und wenn nein, würde dich mal ein Kochduell mit einem Promi reizen? Wenn ja, mit wem? Also im Fernsehen war ich schon mal vor längerer Zeit. Da habe ich als Komparse in einer Serie kurz mitgewirkt. Und ansonsten würde mich ein Kochduell reizen, klar. Und dann mit dem Herrn Lichter. Und das würde bestimmt viel Spaß machen. Also den Typen finde ich einfach affenscharf und seine Kochkünste auch. Also. Dann haben wir von Anna. Mich würde interessieren, wie du dazu gekommen bist, dir einen YouTube-Kanal zuzulegen. Und bist du von Beruf Koch? Warst du schon vorher mit Ron's Kitchen befreundet oder habt ihr erst dann das zusammen gemacht und euch kennengelernt? Also zu der ersten Frage, ich habe mir einen Kochkanal zugelegt, nachdem ich vorher einen Fotografenkanal hatte mit Videos von unseren Urlaubsreisen. Und mit Ron war ich schon vorher zusammen, also bevor wir diese Kochkanäle hier gegründet haben. Dann fragt der liebe Lars, woher holst du deine Inspirationen? Also meine Inspiration, ich denke mal, dass es viel irgendwo Abgeschautes, Verändertes, eigene Kreativität und einfach Spaß am Kochen. Und wie gesagt, da habe ich immer wieder Ideen irgendwo, wandle bestimmte Gerichte mal ab und sonst gucke ich einfach auch mal den Leuten auf die Finger. Belinda fragt, hey Tom, kochst du zu Hause immer oder auch mal deine Frau? Also Ron kocht auch mal. Margot fragt, mich würde interessieren, wo ihr eure Videos dreht. Naja, zu Hause, ein Studio können wir uns doch nicht leisten, liebe Margret. Die Stefanie fragt, hast du manchmal auch gar keine Lust zu kochen oder was einzustellen und machst es dann, weil du weißt, dass du Leute darauf warten? Also Stefanie, nee, ich habe eigentlich meine Videos immer vorher im Petto irgendwo und ich mache das jetzt nicht so terminlich abhängig irgendwo. Wenn ich Lust habe, drehe ich ein Video, egal ob der Termin ansteht oder nicht. Also wie gesagt, da habe ich immer Lust. Der Max fragt, meine Frage, welchen Rat würdest du denjenigen dalassen, die nicht regelmäßig oder noch nie selbst gekocht haben? Lieber Max, ich würde einfach sagen, probiert's aus. Wie gesagt, Kochen kann so toll sein und so geschmacklich unterschiedlich sein und die Leute können irgendwo ja einfach ihre Fantasie auch beim Kochen auslassen. Also ich finde es einfach wichtig, einfach auszuprobieren und jeder sollte mal den Kochlöffel gerührt haben. Verena fragt, wie kommt es, dass ihr in Holland wohnt? Ja, Ron hat seinen Job hier in Holland und ich bin inzwischen als Pensionär, habe ich halt die Zeit und kann halt auch hier sein. Wie bist du zum Kochen gekommen und was begeistert dich so sehr daran? Das fragt die Brigitte. Und Brigitte, ich habe einfach Spaß dabei und mir macht es einfach Freude, andere Leute zu verwöhnen mit meinen Gerichten. Ja, und mir selber schmeckt es auch immer sehr gut. Der Jens fragt, wie bist du zu YouTube gekommen und was glaubst du, sind der Grund für deinen Erfolg? Also zu YouTube bin ich gekommen vor langer, langer Zeit, da ich viele Videos gedreht habe, schon im Reiseberichten und so den Geschichten. Und da hatte ich ja, wie gesagt, schon meinen ersten Kanal. Und ja, so macht mir das einfach weiter Freude. Und Erfolg? Erfolg? Naja, was nennst du Erfolg? Ich habe jetzt gerade meine Tausende erreicht und das ist also wenn das Erfolg ist, okay. Ja, dann Frage noch von Margot, die stellt die Frage, planst du auch alles perfektionistisch? Also ich heiße Chaos Kitchen 51 und ich denke, da wirst du schon aus dem Namen heraus Chaos Kitchen entnehmen können, ich plane nichts perfektionistisch. Dann fragt der liebe Roland, ich kann mich an gar keine Outtakes-Videos von dir erinnern. Hast du vor, einmal so etwas zu drehen? Gibt es Rezepte, die dir Angst machen
Und hast du aus Zeitnot Gästen schon mal etwas vorgesetzt, von dem du wusstest, dass dir das jetzt nicht gelingt oder dass das nicht toll ist? Also, das mit den Outtakes habe ich schon ein paar Mal in den Fragen bekommen. Ich denke, ich werde euch mal ein Outtake-Video zusammenstellen. Was war das nächste? Mir gelingt nicht alles auf Anhieb. Gibt es Rezepte, die mir Angst machen? Nö. Also ich probiere schon Sachen aus. Wenn ich Lust dazu habe, dann mache ich es einfach. Und es gelingt mir oder es gelingt mir nicht. Und dann hast du aus Zeitnot Gästen schon etwa was vorgesetzt, was dir nicht geschmeckt hat oder was nicht gut war. Also lieber Roland, wenn ich Gäste habe, dann versuche ich mein Bestes. Und dann setze ich nichts vor, was mir so nicht schmeckt oder was mir nicht gelingt. Ich denke, da gebe ich schon viel Acht drauf. Mir selber passiert das schon mal, dass ich was esse, was schnell gehen muss, was nicht unbedingt gerade so unbedingt meinem Geschmack entspricht. Aber bei Gästen, also da bin ich schon etwas anders da drauf. Die liebe Silke fragt, wie viele Versuche machst du, bis ein Kochback-Video drehst oder machst du auch Premieren? Also liebe Silke, ich mache fast nur Premieren. Also ich koche nichts irgendwie 3-4 Mal, bis es mir hinhaut, sondern ich drehe das irgendwo und es gelingt mir und dann ist gut. Also genussvoll fragt, ich würde gerne mal wissen, was dein absolutes Lieblingsessen ist. Hatte ich schon gesagt, ein richtiges Lieblingsessen habe ich leider nicht. Oder was heißt leider? Es gibt so viele Sachen, die ich gerne esse. Die liebe Nicole Zuckerberg fragt, mich würde mal interessieren, wie du auf den Kanalnamen gekommen bist. Chaos Kitchen? Ganz einfach. In meiner Küche herrscht immer Chaos, liebe Nicole. Alltagsleben fragt, was ist dein absolutes Lieblingsrezept? Das habe ich schon gesagt. Wer sind deine Lieblings-YouTuber? Lieblings-YouTuber habe ich nicht. Was nervt dich an YouTube? Ja, mir fehlt so ein bisschen der Gemeinschaftssinn. YouTube soll ja eigentlich eine Community sein und ich habe immer so das Gefühl, dass bei manchen Leuten irgendwann der Gedanke des Gemeinsamen aufhört. Das nervt mich manchmal. Frank König fragt, meine Frage, lohnt der Aufwand zu Hause einen Hummer zuzubereiten oder sollte man diesen lieber im Restaurant essen? Ich glaube, Hummer ist wohl nicht ganz so einfach, aber probieren würde ich es auch, aber trotzdem würde ich es auch, denke ich, erstmal lieber im Restaurant essen gehen. Und zu Hause ist das mir einfach zu teurer Spaß, wenn das dann nicht gelingt. Dihu TV fragt, wo hast du gelernt, so gut und kreativ zu kochen? Also ich weiß nicht, ich denke, ich koche einigermaßen gut und die Kreativität entspringt mir einfach da. Also mehr kann ich dazu eigentlich dir nicht sagen. Und dann haben wir noch von Senf dazu, fragt, schaust du auch mal kleine YouTube-Kanäle? Ja klar, schaue ich auch mal kleine YouTube-Kanäle. Also ich schaue eigentlich alles, was mich interessiert. Mir sind manchmal die Kleinen auch viel lieber als die ganz, ganz Großen. Ja, das ist schon so. Was war 2015 bis jetzt dein schönster Moment? Mein schönster Moment? Also es gibt viele schöne Momente. Gemeinsame Aktionen, Kooperationen mit ganz tollen Leuten, das ist ein sehr schöner Moment gewesen. Und natürlich jetzt gerade, weil ich meine 1000 Abonnenten erreicht habe, da war ich echt doch sehr erfreut drüber und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. So meine Lieben, das war's dann auch schon mit meinem Frage-Antwort-Video. Und ich würde euch jetzt irgendwie noch gerne einladen, demnächst zu einem Gewinnspiel. Da kommt aber noch ein extra kleines Video, welches euch dann vorführe. Und wünsche jetzt euch mal viel Spaß mit den weiteren Videos von Chaos Kitchen 51. Bis bald, euer Tom. Fruity, 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 fruity.